weil diese Bank sich Geld leiht. Muss er dafür Sicherheiten legen? Aber sicher. Gut. Aber jetzt darf ich jetzt aber noch den Gedankengang zu Ende bringen. Was die Bankwelt im Zuge der Globalisierung, und ich habe ja versucht klarzumachen, dass die Globalisierung kein Naturgesetz ist, auch kein Tsunami, gegen den man nichts machen kann, sondern das Ergebnis des Laissez-faire, um nicht zu sagen sogar bewusster Politik. Man hat die Abwanderung der Banken in den Offshore-Raum erlaubt, gefördert. In diesem Offshore-Raum hat das Bankwesen einen Interbankenmarkt hergestellt, den Sie sich ganz simpel vorstellen können, jeder pumpt jeden an. Diese 500 Billionen Derivate stellen sowohl Schulden der Banken an sich selbst dar, wie Anlagen der Banken an daraufhin verbrieften Papiere. So, und ist das richtig, dass ich also Zinsen auf das, was ich bei der Bank leihe, zahlen muss? Nein, ist das ein Skandal. Ist das richtig, dass ich, wenn ich mir bei der Bank Geld leihe, Zinsen zahle? Ja, sicher. Ist das richtig, dass wenn ich bei der Bank Geld anlege, Zinsen bekomme? Es war so lange nicht nur richtig, sondern moralisch und ökonomisch berechtigt, wenn die Bank Geld von Ihnen einem Dritten geliehen hat. Denn dadurch, dass Sie Ihre Wohnung einem Dritten geben, sind Sie ja berechtigt, Miete einzuziehen. Ist das richtig? Das ist richtig. Wenn Sie Ihr Geld einem anderen geben, der damit was anfängt, was vernünftig ist, dürfen Sie sich an seinem Gewinn beteiligen. Dann ist es ja Ihr Geld. Sehen Sie, diese Gewinnbeteiligung, das ist der Zins. Die Sache wird erst dann problematisch, und darum erzähle ich diese lange Geschichte, wenn die Bank ein Geld nimmt, was sie selber aus dem Nichts produziert, indem sie bei anderen nicht. Und jetzt kommt der Ackermann ins Spiel. Warum konnte der sagen, 25% machen wir spielend? Weil eben diese Papiere, die sich die Banken untereinander eingeräumt haben, nicht nur ein Betrag Rückzahlung drin stand, sondern auch ein Betrag 25%. Wie bei der Mehrwertsteuer hat der Nacherwerber dieser Papiere immer den Zins mitbezahlt, der nun aber überhaupt nichts mehr mit den produktiven Gewinnen zu tun hatte, die jemand aus einem vernünftigen Investment zieht. Der aber das heißt, immer noch besichert wird. Nicht? Das heißt, es war reine Luftbuben, was aber hier entstanden ist. Aber diese Luftbuben wird mit Realwerten, nämlich mit Immobilien, mit Arbeitskraft etc. hinterlegt als Sicherheit. Ist das richtig? Zum Teil ja. Gut, dann können wir uns doch ausrechnen, wann der Anspruch der Anleger auf ihre Zinsen so hoch ist, dass ihnen letztendlich alles an Sachwerten gehört. Ja, aber nun müssen wir auch... Und das ist die Krise. Moment, das ist die Krise. Ich muss auch hier, ich bin leider ein bisschen wissenschaftlich hier geschult. Ich wollte jetzt den Vorschlag machen, dass Sie, weil jetzt gesagt wurde, es muss bald Schluss sein, dass Sie das Zwiegespräch... Nein. Dann werden wir sehen, dass keiner reden kann. Ich sage, mach's kurz. Die Sicherheiten müssen gegeben werden, wenn der Kredit an einen Sachinvestor geht. Der Sachinvestor muss irgendeine Sicherheit geben. Sie wurden nie verlangt, wenn Banken untereinander das gemacht haben. Das ist ja das Merkwürdige. Solange die Banken ihre Derivate, die ja Papiere anderer Banken sind, gekauft haben, haben sie nie eine Sicherheit gegeben. Natürlich, der letztendlich das kauft, gibt die Sicherheit, nämlich sein Geld, seine Wohnung, sein Haus, seine Arbeitskraft und seine Lebenszeit. Also können wir uns doch ausrechnen, wie lange es dauert, dass für den Zinsanspruch, der inzwischen besteht, weil wenn aktiver und passiver gleich sein müssen, dann muss es auch explodierende Geldvermögen geben, also explodierende Ansprüche auf Sachwerte, die aus Luft geschöpft wurden. Das heißt also, wir können uns ausrechnen, wann all das, was an sächlichen Werten oder an sachlichen Werten auf dieser Welt existiert, eine Handvoll von Leuten gehört. Und das ist die Krise. Ich muss leider sagen, ja und nein. Im Gegensatz zu Herrn Blessing verketzere ich ja nicht mit das wirtschaftliche Wachstum aus dem einfachen Grund, weil Wachstum nur ein anderes Wort für etwas ist, was Sie alle wollen, Produktivität. Eine Volkswirtschaft, die produktiv ist, hat immer Wachstum. Wenn von Produktivität die Rede ist, dann strahlt jeder und sagt, das ist Werteschaffung, das ist etwas, das ist was Positives. Ein Kind existiert, das ist doch kein wachsender Wert. Ein Kind ist ein Wert, der nicht wachsen braucht, der einfach da ist.
Ich muss ein Kind nicht zu mehr Wert machen. Nee, also jetzt bin ich der Meinung unseres Moderators. Das klären wir. Die Lehre von Gsell ist mir auch geläufig. Das klären wir außerhalb. Na doch. Nein, ich rede nicht von, der Tatsache. Wie gesagt, Sie können noch mehr fragen. Fortsetzen. Jetzt habe ich drei Sie, Sie und Sie. Das vierten und fünften und dann. Jetzt aber erstmal diese drei. Diese habe ich auch im Kopf. Also, als der Sozialismus zusammenbrach, da hatte ich den Eindruck, jetzt geht es dem Kapitalismus auch an den Kragen, weil die beiden so wunderbar schon so endlich aufgebaut hatten. Geht was für uns, glaube ich. Und das hat dann noch 20 Jahre gedauert, jetzt ist es soweit. Meine Frage, die berühmte, in den Herzen der Linken lebende Hoffnung, dass der Kapitalismus eines Tages untergeht, ist das nicht die allergrößte Illusion? Und hier steht ja, was tun? Was ist? Ich bin in der Meinung, Kapital heißt nichts anderes als unsere Fähigkeiten, mit denen wir Wissenschaft betreiben, mit denen wir Betriebe betreiben und so weiter. Das ist eigentlich das Kapital, ist der Ausdruck davon. Und meine Frage ist, wie kriegen wir den Kapitalismus in unsere Hände, dass er menschlich wird? Und nicht, wie kriegen wir ihn abgeschafft? Wir können ja unseren Kopf nicht abschaffen, denn davon kommt das Kapital. Also ich will noch mal was sagen zu dem Nichts von Professor Hankel und da ganz weit zurückgehen zu Karl Marx. Der kannte das Problem nämlich schon. Wenn jemand einen Produktionszyklus machen will und es fehlt ihm ein Geld, um genug Waren und Rohstoffe einzukaufen, dann geht er zu einer Bank, holt sich von der Geld, um sozusagen den Produktionszyklus machen zu können. Dafür gibt er der Bank ein Zahlungsversprechen. Wenn ich die Ware verkauft habe, die ich jetzt produzieren will, kriegst du dafür dein Geld. Soweit in Ordnung, soweit notwendig, die Funktion von Bank. Dass die Bank dafür auch einen Preis haben will, für dieses verliehene Geld, das ist der Zins auch in Ordnung. Der Zins ist also völlig unschuldig. Aber jetzt kommt das Problem, was Marx schon gekannt hat. Jetzt machen die Banken aber nicht Folgendes, sie legen diese Dinger nicht einfach hin und warten auf den Tag, wo das Zahlungsversprechen eingefügt wird, sondern benutzen dieses Zahlungsversprechen selbst wieder als Geld. Und da sagt Marx schon, wenn die das mal drei machen, dann muss jede normale Volkswirtschaft zusammenbrechen, weil das Handeln mit fiktivem Kapital ist. Da kommt der Begriff her, das sind Fiktionen. Und haben wir aber einen Zustand, wo das nicht mal drei gemacht worden ist, sondern je nach Statistik mal 10 oder mal 12. Das heißt, das Zwölffache an Zahlungsversprechen rast um die Erde im Unterschied zu dem, was an Waren und Dienstleistungen vorhanden ist. Und das musste irgendwann zusammenbrechen. Das ist 1986 von Ernest Mandel und Winfried Wolf vorausgesagt worden, dass dieser Markt genau so zusammenbrechen wird, wie er zusammengebrochen ist. Aber jetzt kommt ja das eigentliche Problem, warum ich auf der Seite von Jürgen Elsasser bin und Mitglied der Volksinitiative. Dieser Zusammenbruch ist in einer bestimmten Form erfolgt. Und diese Form sah so aus, dass nach den Lehren von 1929, als weltweit Sperrriegel eingezogen worden sind gegen einen solchen möglichen Crash, sind seit 2000 oder manche sagen sogar noch früher, auf Druck der amerikanischen Regierungen, auch von unserer Regierung, der Schmidt-Schröder-Regierung, diese Sperrriegel systematisch abgeschafft worden sind, um genau das zu ermöglichen, was wir jetzt erleben, nämlich den Zusammenbruch der Blase, also die Entstehung der Blase und ihren Zusammenbruch, und jetzt kommt es noch schlimmer. Und die Tatsache, dass die amerikanische Finanzindustrie mit Hilfe der britischen mit dem gezielten Zusammenbruch der Lehman Brothers versucht hat, die Welle von sich wegzulenken auf Europa, Russland und China. Und das hat scheinbar sogar geklappt. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Automatismus, der im Währungssystem an sich drin ist, zu tun, sondern einem gezielten imperialen Angriff derjenigen, die die Scheiße erfunden haben, um die Krise von sich abzuwälzen. Und das geht immer weiter. China sagt völlig richtig, weg vom Dollar, lasst uns eine international kontrollierte gemeinsame Währung schaffen. Russland sagt ja, zwei Tage später gibt es eine Kampagne aus Kanada, die chinesische Regierung würde alle Weltregierungen über das Internet bespitzeln, da wird ein Feindbild aufgebaut. Unsere Regierung sagt, man kann nicht aus dem Dollar weg, hurra, wir springen auf die Titanic und tanzen mit, oder was soll der Blödsinn? Wir haben also nationalstaatliche Möglichkeiten, was zu tun. Wir müssen unsere Regierung zwingen, für unser Land und unser Währungssystem vernünftige Gesetze zu machen. Wenn wir auf eine internationale Regelung warten, werden wir erstens keine kriegen, weil die Zentralmacht, die den Dollar beherrscht, ist nämlich der amerikanische Staat. Obama kann gar nichts machen, was die wenigsten wissen. Die Fed ist in Privathand, das ist eine Privatbank, ja, und die hat überhaupt kein Interesse, die Krise zu begrenzen, weil sie jetzt noch an der Krise verdient, so verrückt das auch ist. Das wäre ein Extra-Seminar, warum das so ist, aber sie können sogar da noch dran verdienen. Das heißt, wenn wir eine Chance haben wollen, dann können wir nicht auf die internationale Lösung hoffen, weil es keine geben wird, weil niemand handeln kann. Und zweitens, weil es genügend, hat der Herr Hankel richtig gesagt, Interessenten gibt, die alles tun werden, um das zu verhindern. Wo wir was tun können, als deutsche Linke, Rechte, Grüne, Blaue, ist hier in unserem Staat, indem wir konkrete Forderungen schaffen. Verstaatlichung aller Privatbanken, Rettung
von Industrien wie Opel für andere Zwecke, bin ich völlig hinter Jürgen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das Benzinauto die Zukunft für Opel ist, aber Obama will ja auch alles auf Elektroautos umstellen. Das heißt, es gibt reale Alternativen, die wir hier in diesem Land konkret machen können. Und lieber Herr Josef Lessing, ich bin auch für den Sozialismus, bin mein Leben lang Kommunist gewesen, aber zwei Schritte vorwärts, ein zurück. Leni, das ist nicht die Tagesfrage. Die Tagesfrage ist die größte Massenenteignung in der Weltwirtschaftsgeschichte, die im Augenblick durch diese Krise organisiert wird, von den Volksmassen abzuhalten. Mit allem, was wir können. Wir müssen einen Damm bauen, wo wir alle zusammenstehen, gegen diese Massenenteignung. Und danach können wir uns dann wieder unterhalten, wann wir die Revolution machen, wie wir sie machen, wie das dann heißt und so weiter. Aber nach dem Dammbau.